Herzlich willkommen bei Nicht Verzagen. Peter fragt nach wie vor bei der Serie Bude plus Studienplatz, weil es ist jetzt schon ein bisschen spät im Jahr und es ist klar, man muss gucken, wo kriegt man einen Platz. Wer in Deutschland studieren will, der muss das natürlich über sich bewerben und gucken, ob er in den Auswahlverfahren durchkommt. Aber es gibt ja auch ganz viele Studienplätze direkt hinter der Grenze, die sind frei. Und da gibt es auch ganz spannende Geschichten, zum Beispiel International Sport Management an der The Hague University of Applied Sciences. Das ist in Den Haag, das ist ein dreijähriger Studiengang. Und wenn ihr im Moment seht, was sich um den Sport herum tut, die Europameisterschaft macht mal gerade wieder Spaß, schön zu gucken, aber ihr seht jede Menge Manager drumherum, Organisationen rum. Ihr habt auch gesehen, in der Pandemie war es so, dass das ja richtige Wirtschaftsbetriebe sind, die müssen weiterarbeiten. Und da sind natürlich viele Leute gefragt, die in dem Bereich dort organisieren können. Es fängt in der Regel an, natürlich da in den drei Jahren auch so, 4 Blöcke im ersten Jahr, dass ihr da die Einführung bekommt. Im ersten Jahr werdet ihr auf Herz und Nieren getestet. Es gibt Sportökonomie, Eventprojekt, Social Media, strategisches Management, Sporttourismus. Alles, was damit zusammenhängt, wird abgearbeitet. Man kann dann natürlich in verschiedene Richtungen mehr gehen. Es ist auf jeden Fall eine multidisziplinäre Herangehensweise. Ja, und hinterher stehen euch ganz viele Jobs offen, ob ihr jetzt Eventmanager, Tournamentplaner, Rundfunksprecher, alles Mögliche. Könnt auch Berater werden, Spielerberater, Spielerfrau könnt ihr nicht werden. Dazu braucht man das Studium nicht. So, war nur Spaß. Aber es ist interessant, ein internationaler Studiengang, 3 Jahre auf Englisch an der The Hague University of Applied Sciences. Und wenn ihr unten in den Link reinguckt, dann seht ihr auch da, wo ihr eine Bude bekommt. So.